In der letzten Folge fuhr Lena mit ihrer Klasse auf Klassenfahrt, und zwar zur Burg Königsfels. Heute ist der zweite Tag und gerade sitzen alle beim Frühstück. Ich habe einen Bärenhunger. Und ich habe so Durst, ich könnte 5 Liter auf einmal trinken. Kein Wunder, hast du so einen trockenen Hals. Du hast ja auch die ganze Nacht geschnarcht. Herr Pauli, was machen wir nach dem Frühstück? Für heute ist ein Spieletag geplant. Was spielen wir denn? Die Spiele organisiert heute das Burgteam. Ach so. Am besten, wir schauen nachher gleich mal auf den Burghof. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Ich hoffe, das Frühstück hat euch geschmeckt. Ja. Prima. Wir machen heute mit euch ein paar Spiele. Die Leute, die früher auf Burg Königsfels gewohnt haben, waren alle sehr mutig und tapfer. Und da ihr ja jetzt auch hier wohnt, zumindest für ein paar Tage, dürft ihr heute auch richtig mutig und tapfer sein. Cool, ich mache alles mit. Ich würde auch gegen den Burggeist kämpfen. Ach ja, und gestern Abend hast du dich noch vor einem Bettlaken gefürchtet. Wenn ihr toll mitmacht, bekommt ihr nachher eine Belohnung. Oh! Kommt mit, wir gehen zur ersten Station. Es macht richtig Spaß, mit der Seilbahn über den Burghof zu sausen. Aber man braucht auch Mut dazu. Oh nein, das traue ich mich nie. Ich habe das schon mal gemacht auf einem Abenteuerspielplatz. Dann kennst du dich ja schon aus. Möchtest du als Erste? Okay. Du musst einen Sicherheitsgurt anziehen. So kann dir nichts passieren. Bist du bereit? Ja. Dann los. Huiuiui. Das macht Spaß. Gut gemacht. Du kannst jetzt den Sicherheitsgurt wieder ausziehen. Ich gehe jetzt schon mal auf die andere Seite rüber, wo ihr dann ankommt. Das hast du prima gemacht, Lena. Danke. Oh, ganz schön hoch. Doch nicht so mutig, Malte, was? Doch, ich brauche nur noch ein paar Sekunden. Jetzt mach schon, wir wollen auch noch drankommen. Ui, total cool. Ups. Wow, ich hab sie. Wow, das war knapp. Danke, Sie haben mich gerettet. Gern geschehen. Es ist besser, wenn alle, die schon gerutscht sind, im Burghof unten warten. Von hier unten kann man auch gut zuschauen. Jetzt ist Lara dran. Ich will nicht, dass es so schnell ist. Ich mach lieber langsam. Es geht gar nicht langsam. Uiuiui. Das war lustig. Also, das ist ja schon eine Zumutung, was man hier alles machen muss. Oh je, Rosabella rutscht im Kleid. Oh nein, mein Rock! Oh, na sowas! Also heute ist nicht mein Tag. Ah, oh, mein Rock. Zum Glück ist er noch sauber. Und du? Ich würde es schon gerne probieren, aber ich traue mich nicht richtig. Was ist, wenn ich mich nicht mehr halten kann? Kein Problem, du bist gesichert. Okay, ich würde ja auch gerne eine Belohnung bekommen. Dann muss ich es wohl wagen. Lisa, du schaffst das. 1, 2, 3. Juhu, cool, das hat Spaß gemacht. Super, dass du dich getraut hast. Ja, ich freue mich, dass ich die Aufgabe geschafft habe. Ich hoffe nur, da kommen nicht noch schwierigere Aufgaben. Ja, wir werden es gleich erfahren. Also Mut habt ihr jetzt auf jeden Fall bewiesen. Früher haben sie auch immer mit Pfeil und Bogen geschossen und das dürft ihr heute auch mal ausprobieren. Wow, toll! Cool! Ich kann mega gut Pfeil und Bogen schießen. Ich hab's noch nie ausprobiert. Ich auch nicht. Hier ist die Zielscheibe. Die solltet ihr möglichst treffen. Ihr habt 3 Versuche. Darf ich anfangen? Ja, gut. Also ich schaue erstmal eine Weile zu. Und ich gehe mir etwas zu essen holen. Wow, Lukas, total gut. Alle 3 Pfeile auf die Scheibe. Wie kannst du das nur so gut? Achtung, hier hinten sollte niemand stehen. Am besten du gehst wieder zu den anderen. Okay, ich möchte als Nächster. Ups, ich bin ausgerutscht. Achtung, Entdeckung. Hoppla, fast hätte ich mich selbst getroffen. Ja, doch noch 2 Treffer. Jetzt ich. Oh, was? Das
war ja voll daneben. Das ist gar nicht so leicht. Oh nein! Ja, sowas aber auch. Direkt auf mein Brötchen. Wie peinlich. Tut mir leid, Herr Pauli. Es war keine Absicht. Also heute ist nicht mein Tag. Ach, Sie dürfen doch nicht einfach hier hinter der Zielscheibe herumlaufen. Ja, noch ein Treffer. Jetzt versuche ich mal mein Glück. Ups, daneben. Oh nein, das war auch nichts. Ja, beim letzten Versuch habe ich doch noch getroffen. Hier, Lisa. Herr Pauli, möchten Sie nicht auch mitmachen? Ach nein, danke. Ich esse jetzt erstmal mein Brötchen. Heute ist sowieso nicht mein Tag. Du warst auch noch nicht dran, oder? Ich verzichte auf diese Aufgabe. Ich will ja auch kein tapferer Ritter werden, sondern ein Burgfräulein. Ich habe gar nicht getroffen. Du hast es immerhin versucht. Mann, ich bin mega schlecht. Ich bin sicher die Einzige, die nicht getroffen hat. Nein, ich habe auch keinen Treffer. Ich auch nicht. Ist doch auch egal. Jetzt steht die letzte Aufgabe an. Früher war man viel mit dem Pferd unterwegs. Na, endlich mal eine Aufgabe, die was mit Reiten zu tun hat. Reiten kann ich nämlich sehr gut. Rodeo? Cool, das ist total lustig. Auweia, Rodeo habe ich noch nie gemacht. Ihr müsst versuchen, euch so lange wie möglich auf dem Pferd zu halten. Ja, das ist ja einfach. Jetzt wird's aber heftig. Oh. Lukas, oh. Lukas, oh. Lukas. Yippie, ich bin ein Cowboy. Juhu, jeeha. Rosabella. Naja, so gut kann sie dann auch wieder nicht reiten. So bewegt sich ja auch kein echtes Pferd. Am Anfang geht es immer langsam los. Jetzt wird es schon schneller. Und immer holpriger. Lena, Lena, Lena. Ich komme ja nicht mal auf das Pferd drauf. Ich helfe dir. Ho, hopp. Ich will doch gar nicht reiten. Oh, ist das ein wildes Pferd. Herr Pauli, Herr Pauli, Herr Pauli, Herr Pauli, Herr Pauli. Toll, dass Sie doch noch mitgemacht haben, Herr Pauli. Sie haben sich richtig gut gehalten. Das war ja fast Burgrekord. Ja, ungewollt. Jetzt habt ihr euch alle eine Belohnung verdient. Wir gehen jetzt zusammen in den Burggarten. Dort steht ein Brunnen. Ein Brunnen als Belohnung? Ja, ein Schokobrunnen. Hurra! Niemals. Das ist eine Erdbeere und eine Kiwi. Das schmeckt lecker. Lecker. Ups, ach nein. Also heute ist wirklich nicht mein Tag. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und abonniert unseren Kanal. Bis bald. Tschüss.